Also. Spielen wir heute den Grand Song gegen den Granny Simulator. Heute spielen wir den Granny Simulator. Der liebe Erik ist die Granny und ich bin der Grandson, also das Enkelkind. Und ich würde sagen, wir starten jetzt als erstes mal mit Level 1 rein. Ich bin ready. Bist du auch ready? Ich bin auf jeden Fall ready. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und was? Ich bin die Granny? Ja, genau. Du bist die Granny. Okay. Also. Der Erik, beziehungsweise die Oma, hat ein paar Aufgaben zu erledigen. Und wir als kleiner Enkel müssen die Granny daran hindern, diese Aufgaben zu erfüllen. So, Omi. Vor allen Dingen, ich werde direkt an das in das Spiel geworfen und ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt machen soll. Ja. Ich folge einfach den Anweisungen, die mir vorgegeben werden. Genau. Oha, ich wurde gehauen oder so. Ich habe dich mit etwas abgeworfen. Also was? Leute, ich weiß was ja noch... Was bist du denn für ein Enkelsohn? Also Leute, ich habe ja schon mal Granny Simulator mit einem anderen Kumpel gespielt. Falls ihr diese Folgen sehen wollt, findet ihr einen Link zu diesen ganzen Videos unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise zu der Playlist. Und ja, entspannt euch jetzt. Kann ich mich auch irgendwie docken? Das glaube ich nicht. Du kannst nur sehr langsam, wie gesagt, deine Aufgaben erledigen. Du könntest mich aber rein theoretisch mit Pfefferspray betäuben oder mit einem Taser oder einfach wegtreten. Aber da liegt irgendwie ein Schlüssel im Schrank und ich krieg den nicht, weil... Nee, die Schlüssel sind für mich. Ach so, weil meine Hüfte, die sind so starr, ich kann mich nicht bücken. Bück dich, Oma, bück dich. So, ich bin jetzt hier in einer geheimen Kammer und habe hier etwas Werkzeug für die Granny. So, Oma, aber ich kann dich auch theoretisch sehen, ne? Ja, du kannst mich sehen, ich bin halt nur etwas schneller wie du. Okay, so, Oma, wo bist du? Oma, komm raus. Ich hoffe, ich finde irgendwas, mit dem ich dich hauen kann. Oha, da ist der Gräber, ey. Du frecher Junge! Du hast dein Messer im Rücken, Oma. Ah, geh weg! Komm an, lass mich in Ruhe. Du hast auch irgendwo, wie gesagt, auf dem Bild Aufgaben, die du noch erledigen musst. Währenddessen. Ja. Kommst du mir zu nahe, sprühe ich dich mit Pfefferspray vor, ja? Kommst du auch endlich mal aus dem Schlafzimmer raus, Oma? Nee. Nee, ich bleib jetzt hier für immer. Ich bin alt und faul. Ich habe sogar schon eine Glatze, was? Ja, warum nicht? Oma, ich warte auf dich. Achso, die Sachen auf dem Boden, die kann ich aber aufheben, du. Aber die Sachen, ne, die auf meinem Schreibtisch neben dem Bett liegen, die auf meiner Augenhöhe sind, ne, die kriege ich nicht aufgehoben. Natürlich. Das macht auf jeden Fall Sinn. Oma, du hast sogar eine Cannabispflanze unten im Wohnzimmer stehen. Ja? Echt? Wieso nehme ich dann immer Ibuprofen und wollte... Ey, ich habe Messer im Rücken! Das habe ich dir doch eben mit dem Rücken gerammt. Das habe ich gar nicht mitbekommen, Alter. Ich bin so dezimiert. Was zieht sie? Hey, keine Ahnung. Ich trinke das hier einfach. Egal, was du findest, einfach konsumieren. wie komme ich jetzt hier wieder raus? Lol. Ja, das Zeug ist gut. Ey, ja, hier ist ja ein bisschen was von meinem Marihuana. Oma, wo bist du? Das sind viel bessere Heilmittel als dieses Ibuprofen. Oma, wo bist du? Oma? Oma, was tust du da? Beides zusammen ist auch nicht so gut. Geht's dir gut? Oma! Au, du blödes Enkelkind, Mann! Warum liegst du da auf dem Boden, Oma? Ey, verpiss dich aus dem Schlafzimmer, da darf keiner rein! Nein, ich will jetzt erstmal die Schlüssel haben! So. Raus hier! Yeah! Nein! Oma! Nein! Aua! Bam. Oha! Ja, genau, eingelocht! In die Mülltonne! Das war ein Home Run! Ein Home Run! Oma übertreibt direkt. Oma, nimm doch einfach deine Demenzpillen und dann ist alles gut. Hey, ich hab so viele Pillen genommen! Geh weg! Aua! Nein! Bau! Du blödes Kind! Kannst du mir was sagen? Geh weg, Oma! Oma, du bist nicht Herr deiner Sinne! Nächstes Mal schaffe ich dich in die Toilette! Aua! Wieso kann ich nicht mal die Pillen absetzen und nur noch Natürliches nehmen? Ich spreng dich aus dem Fenster hier! Ich hab ein Messer am Rücken! Alter, du blödes Kind! Was ist hier los? Hä? Hey, was ist offen? Die Tür ist aufgegangen. Was ist denn da? Liegt was auf dem Boden? Was ist das? Komm mal bitte in den Raum hier. Ach. Oh, das ist ein Taser! Ich hab einen Taser gefunden! Oh. Oh, ich hab die Tür eingehauen! Mir ging's gerade nicht gut. Oh, das ist ein dummes Kind! Was ich hier erinnert? Oh Gott! Geh weg, Oma! Geh weg! Hey! Oma, du musst doch deine Aufgaben machen! Bleib still, du kleine dumme Racker, du freches Kind, du! Okay, was ist denn, Oma? Was möchtest du? Hallo, Oma, wie geht es dir?
Na? Du räumst sofort dein Zimmer auf! Nein! Ich möchte nicht! Nein! Oh, Oma! Das ist doch die Rache dafür, dass du mich abgefuckt hast! Oh! Oh ja, genau! Erstmal den Garten getrunken, alles klar! So, na warte, Oma! Jetzt pass auf, Oma! Ah, ich weiß was, hehe. So, wo bist du, Oma? Komm her! Und zack! Jetzt bist du... Ah! Dem Vampir den Flock ins Herz gesteckt. Das ist meine Schulter, du Idiot! So, Oma. Oh, dir ist scheinbar ein Licht aufgegangen, Oma. Du leuchtest so schön. Bam! In die Fresse rein. Du mieser Wicht! Ich krieg dich doch! Ich bin schon zum Halb tot und verblute fast, aber... Ich glaube aber, irgendwie kannst du dich noch healen mit den Pillen, glaube ich. Ja? Es ist halt, das ist krank, das Spiel. Ja, das ist so sinnlos eigentlich. Aber gut. So, was haben wir hier? Ah, okay, Oma. Vor allem die Energie. Ich drücke immer auf Shift, alles direkt unten. Oma. Oma. Wo bist du? Ich habe was für dich. Oma. Du kleiner, mieser Bengel. Ich wollte dich nie einsenken. Ich habe Opas Kiste gefunden, Oma. Komm mal hierher. Was hast du getan? Du hast Opas Kiste gefunden? Komm her, bam! So, jetzt schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Das krieg ich! Das krieg ich! Oh. Scheiße, ich kann nicht schneller als 6 km/h laufen. Hoffentlich findet sie mich hier drin niemals. Ja, hier drin? Kann ich eine Waffe auswählen? Ich werde dich... stoßen. Ich werde dich nicht stoßen, weil du zu jung bist. Und du bist eine Oma. Oh. Kann ich irgendwas machen? Minus 1 HP? Oh ja. Gott, das ist die Oma. Stell ihn wieder weg. Ja, bist du in diesem Schrank? Ich komme nicht durch diesen Schrank. Du weißt nicht, was ich gedrückt habe. Ich habe irgendwelche Muskeln in meinen Knochen, die ich nicht weiß, wo ich die drücke. Hallo, Oma. Und was machst du da? Ah, du blödes Kind. Bam! Komm und hol mich, Oma. Alter, Oma! Ah, was ist das denn? Alles okay bei dir, Oma? Alles so gut? Aber so, der Hals um 180 Grad gedreht. Dann nimm das, Oma. Bam! Ah! So, nächster Teller. Oma, komm her. Du bist gleich tot, Oma. Es gibt keinen Nachtisch, ne? Oh nein, Oma, es tut mir leid, es tut mir leid. Jetzt gibt's keinen Nachtisch, mein Freund, und du musst sofort ins Bett. Oh Gott. Oh, bam! So sieht das aus! Ärgerst du mich, Engel? Ich dreh dich durch die Wohnung! Ich dachte schon wieder, dass ich hier irgendwo rumbacke. So. Vielleicht werde ich jetzt nochmal eine Kiste von Opa finden. Was haben wir hier? Ja, gut, gut. Oh, eine Kleine. Oh! Oma! Oma! Guck mal, was ich hier hab, Oma! Schau doch, was du hast. Bam! Oh, ich habe mich selber auch angezündet, aber die Oma ist tot, Leute, die Oma ist tot. Also schon mies, also kannst du gar nichts machen als Grandma, ne? So, das war das erste Game, auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses wunderbare Video jetzt hier gefallen. Also das Spielen selbst von diesem Game hat schon Spaß gemacht, oder was meinst du? Also, ich fand's eigentlich ziemlich geil, nur dass du ein bisschen aufgeschmissen bist, momentan noch als Grandmom. Vielleicht kann man noch was draus machen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass meine Stimme sehr, sehr krass gelitten hat. Ja, allein schon vom Zuhören musste ich ein paar Mal räuspern. Aber es war schon sehr, sehr witzig. Also das Spiel an sich ist echt cool, der Simulator. Macht schon sehr, sehr viel Spaß. Vor allem für 3,99 € kannst du echt nichts sagen. Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Gut. Also wenn ihr Bock auf eine weitere Folge habt, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Vielleicht schreibt ihr auch einen netten Kommentar. Und ja, Leute, jetzt gibt's auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Aber kein Daumen hoch für meinen kleinen Enkelsohn, ja? Natürlich nicht. Du wirst mich mit Tellen ab. Alles wird gut, Oma, alles wird gut. Okay, Leute, da gibt's doch nicht mehr allzu viel zu sagen. Außer, das dauert rein, das ist zu neu, kurz zu gehen, passt auf den Tonhof. Ich bin raus, Schüsse, alle was auf der Pudel mit Gedudel. Bis zum nächsten Video.